Hallo zusammen, hier ist wieder Hojala und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, euer Potenzial erkennen. Und für dieses müsst ihr das Schwarmbewusstsein in der Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem insgesamt 3 entwickelte Experimente besiegt wurden. Wie bekommen wir diese entwickelten Experimente her? Und zwar müssen wir als erstes hier ein paar Maden aufsammeln, insgesamt 3 Stück. Und die liegen hier beim Trash in Nyalotha herum. Und ich kann euch schon mal das erste zeigen. Wenn wir jetzt hier den Blick nach unten wenden, liegt da nämlich unten bei dem Maul die erste Made. Und diese Maden kann man quasi einfach anklicken. Und dann bekommt man einen Debuff und sobald man diesen Debuff hat, kann man zum Boss laufen und ihn pullen. Man braucht aber halt 3 Debuffs. Das kann auf 3 verschiedenen Leuten sein oder auf 3 oder auf quasi einer Person. Ihr habt gerade gesehen, hier unten ist die Made. Ich habe es ja schon ins Target genommen. Da haben wir auch so ein Handsymbol, also die können wir aufklauben. Wir haben den Trash nicht gemacht, deswegen lassen wir das mit dem Schurken machen. Hier haben wir die zweite Made und zwar, wenn ihr zu Xanesh lauft, in der Vorkammer befindet sich auf der rechten Seite diese Made, die könnt ihr auch einfach anklicken und mitnehmen. Und die letzte ist vorm Schwarmbewusstsein auf der linken Seite, auch in diesem Vorraum, die einfach auch anklicken und dann habt ihr dementsprechend die 3 Debuffs. Sobald ihr das getan habt, könnt ihr den Boss ganz normal pullen und erstmal ganz normal den Boss spielen. Nach einer Weile werden nämlich ja hier diese kleinen Adds beschworen und wenn die Adds beschworen werden, dann nimmt der Boss nicht nur, also dann kommen nicht nur die kleinen Adds, sondern es werden aus diesen 3 Maden, werden dann diese besagten Adds beschworen, die wir brauchen, und zwar diese Exemplare. Und ihr seht schon, hier entwickelt das Exemplar, die sind auch noch zusätzlich gespawnt, die tankt ihr einfach ganz normal wie die anderen mit und cleaved den ganzen Haufen down. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht mal, ob die krasse Fähigkeiten konnten, diese waren relativ schnell down, wie ihr seht, hier in dem Cleave sterben sie einfach und das war's. Ja? Jetzt müsst ihr nur noch den Boss ganz normal runterspielen. Und sobald ihr ihn getötet habt, ploppt das Achievement auf, fertig. Schwierige ist in Anführungszeichen bloß diese Maden zusammenzukriegen. Wie gesagt, solltet ihr es verkacken, die irgendwer anklicken und dann sterben, die spawnen neu, es ist alles kein Stress und ja, sobald ihr die habt, einfach an den Boss ran. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Chela, bis zum nächsten Mal. Ciao.